Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Jin und offenbar professioneller Patient oder Entführungsopfer oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ich bin zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, ich bin nicht mal wirklich hier in diesem Knoten, sondern in einer Vision und ich werde mal Smedley fragen, was abgeht. I think you need to go now. Ich denke, du musst jetzt gehen. Go where? Ja, genau, wohin? You'll figure it out. Das wirst du schon herausfinden. Kleiner Tipp, Jin, geh nicht auf das helle Licht zu. Das könnte eine Einbahnstraße werden. Okay, cool. Da ist also unser Team. Wir spielen Full Circle, also der Kreis schließt sich. Das Team ist noch genau dasselbe wie in der letzten Folge. Merkwürdigerweise. Natürlich nicht merkwürdigerweise. Es ist immer noch die gleiche Session. Ich bin auch wegen dieses Story-Plot-Twists irgendwas noch ein bisschen neben mir. Das ja, war gerade ein bisschen schockierend irgendwie und verwirrend. Wir werden... ja, langsam lichten sich die schwarzen Nebel. Und du hörst gedämpfte Stimmen. Das scheint, kommt dir bekannt vor. Ja, tu, was natürlich erscheint. There, that's the sedation management subsystem. Our hero is in Bay 5. Shut it down. Okay, dort, das ist das Betäubungsmanagement-Subsystem. Unser Held ist in ja, Bucht Nummer 5 oder... Raum Nummer 5, schalte es ab. Subject now ready for anesthetization. Ja, und das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das Subjekt ist jetzt bereit für die Betäubung. Anesthetization started. Betäubung gestartet. Prepare cortex replacement. Bereite das den Cortex-Ersatz vor. Cortex prepared. The command unit will be pleased. Ah, der Cortex ist vorbereitet, die Kommandoeinheit wird erfreut sein. Ja, und wir haben immer noch nicht rausgefunden, was es mit dieser Kommandoeinheit auf sich hat und warum die Typen so roboterhaft reden. Primetide, Jan Wagner, hatte mir ja versprochen, es kommt im Laufe der Story irgendwie raus und ich glaube, wir haben die Story fertig, quasi bis auf diese Mission oder dann vielleicht noch eine, ich habe keine Ahnung und ich bin noch kein bisschen schlauer, was das angeht. Hush, we should not discuss this. Ruhig, wir sollten nicht darüber sprechen. Malfunction in anesthetization unit. We need to abort. Ah, eine Fehlfunktion in der Betäubungseinheit. Wir müssen abbrechen. Und wer könnte die da reingeschmuggelt haben? Patient is regaining consciousness. Administer anesthetic manually. Der Patient gewinnt sein Bewusstsein wieder. Verabreiche das Anästhetikum manuell, also per Hand. Let me... What are you... Und da ist es wieder. Wunderbare schauspielerische Leistung hier. Lass mich, was macht ihr? I'm sorry. Please lie down. You were in an accident. Everything will be okay. Der Unfall war, dass Jane das Terminal in die Luft gesprengt hat. Tut mir leid, bitte bleiben Sie liegen. Sie waren in einen Unfall verwickelt. Alles wird wieder in Ordnung kommen. No, no! Scheißdreck. Put that thing away. Nein, nein, mach das Ding weg. No, stay down. Nein, bleiben Sie liegen. You, ihr, du, What are you doing? Please, stay back. This is all a misunderstanding. Was machst du da? Bleiben Sie zurück. Das ist alles ein Missverständnis. Geile Geräusche. Finally, I get through to you. What happened? Why are these guys dead? Never mind. Get out of there before security catches you. Jane? Ich meine, geht's Jane gut? Ich meine, sie hat sich doch gerade als das KI-Ungeheuer irgendwas entwickelt, das uns nur benutzt hat. Endlich komme ich zu dir durch. Was ist passiert? Warum sind diese Typen tot? Ja, ist ja auch egal. Geh da raus, verschwinde von dort, bevor die Sicherheit dich kriegt. Where am I? Wo bin ich? An underground research facility. You were heavily sedated. You're probably feeling a little out of it. Focus on my voice and I'll guide you through. Die anderen müssen jetzt natürlich richtig lange warten, unterhalten sich hier im Chat. Es tut mir auch leid, Jungs und Mädels.
Du bist in einer unterirdischen Forschungseinrichtung. Du wurdest schwer betäubt und fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen daneben. Konzentrier dich auf meine Stimme und ich werde dich dort hinausführen. What do I do? Was muss ich machen? Look for a way to open the door. There must be a button nearby. Sieh dich nach einem Weg um die Tür zu öffnen. Es muss einen Knopf in der Nähe geben. Gute Idee. Knopf. Hier. Dort. So, ja. You need to hurry up. We don't know what Jane is doing. Ja, du musst dich beeilen. Wir wissen nicht, was Jane tut, aber Jane spricht auch mit mir. Was zur Hölle? Ich würde gern diesen Knopf drücken. Gut, die anderen bewegen sich erstmal. Die rennen hier schon mal vor. Great. Now move along quickly. We need to get you out of here. Großartig. Jetzt beweg dich etwas schneller. Wir müssen dich dort herausbekommen. Oh ja, und wir haben unser Barett, unsere Cyberware. Oh, richtig schöne Hühnerbeinchen. Und nur diesen Taser und einen Schlagknüppel. Mit dem Schlagknüppel kann ich so gut für mich umgehen. Nun gut. So, hier. Take him out. Don't think. Just do it. Wir haben nur 7 Runden Zeit. Wir müssen uns beeilen. Erledige ihn. Nicht nachdenken. Tu es einfach. Oh ja. Und da ist Bambatu. Sehr schön. You can't go through the hallway. Gute Arbeit. Jetzt öffne die Tür dort drüben. Du kannst nicht durch den Flur rennen. Aber ich will. Mein Team ist direkt da hinter der Tür. So, ich möchte natürlich wissen, was hier in diesem Lupendings steht. Subject is in Augmentation Room 3. Repeat, we have the subject in sight. Die machen sich über mich lustig. Das ist Manu. Das Subjekt ist in Verbesserungsraum Nummer 3. Ich wiederhole, wir haben das Subjekt im Sichtfeld. Watch out. They have guns. Sehr vorsichtig, sie haben Knarren. I will need to take them out. Ich werde sie ausschalten müssen. Guter Plan, Jin. Gefällt mir irgendwie. Lass uns das tun. So, die kriegen sich hier richtig heftig mit einem Hive-Controller und irgendwo war hier auch noch, ja, da ist noch so ein Cyborg-Zombie-Dings. So. Ich werde hier erstmal ein bisschen Deckung nehmen. Bam, daneben geschossen. Ha, ihr Lappen. Boah, ouch. So, klar, wir müssen die Typen hier flankieren, ne? Das wissen wir ja noch aus dem Tutorial. Wir haben noch 5 Runden Zeit, das schaffen wir locker. Wir dürfen halt nur nicht daneben schießen, aber wir haben 100% Trefferchance. Bam, gebrutzelt. Haha. So, wie sieht es drüben aus, Jungs und Mädels? Ah, der Hive-Controller lebt noch, der regeneriert sich. I hope we're not too late. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ja, das hoffe ich auch. Ernst. Ja, das sieht gut aus. Auf mich zu schießen. Ich mag das nicht. So, dann renne ich hier schon mal direkt zur Tür rüber. Lalalala. So, 100% Trefferchance auch auf die Distanz noch. Good to see that at least your instincts are awake. Ah, sehr gut. Gut zu sehen, dass zumindest deine Instinkte noch wach sind. Ja, finde ich auch. Ramona rennt hier richtig weit nach vorne. Und Bambatu hat es eingesammelt. Sehr schön. Von Miles Lanier an irgendjemanden oder auch alle. Wenn du das findest, es könnte endlich oder schließlich gewonnen haben, also es, ja,
Er erzählt gar nicht, was ist. Ich habe Jackpoint kontaktiert und die Daten dort mit den Beweisen dort abgeladen. Ich habe mir selbst eine Hunter-Killer-Nanite, also eine Jäger-Tötungsmaschinen-Nanite injiziert, das in der Lage sein könnte, es zu bekämpfen. Also er, Miles Lanier, scheint mit dem Virus, mit dem Nanovirus infiziert zu sein. Und ja, diese Hunter-Killer-Naniten, die sind halt auf einem bestimmten Nanitentyp programmiert und töten das dann, spüren das im eigenen Organismus auf oder im Organismus, in den sie injiziert wurden, und töten es. Oder es könnte vielleicht auch mich töten. Also ein experimentelles Design wahrscheinlich. Aber die Welt weiß, und ich hoffe, dass diese Bastarde in der Hölle brennen werden dafür, was sie mir angetan haben, was sie uns allen angetan haben. Ich sehe dich auf der euch auf der anderen Seite, Miles. Armer Miles. Hm. So, okay, also hier Zone. Tap 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 tap. Wir haben immer noch keine Waffen. Drac, I remember now. You killed Sarah. Ja, verdammt, ich erinnere mich jetzt. Du hast Sarah getötet. I'm sorry. I had to. She wanted to trap me. I can't be in prison again. Es tut mir leid. Ich musste das tun. Sie wollte mich einsperren. Ich kann nicht noch einmal eingesperrt werden. The upload. Sarah tried to stop you from uploading yourself, didn't she? Der Upload. Sarah hat versucht, dich davon abzuhalten, dich selber hochzuladen. Oder? Yes. Wanted to make me a slave again. Ja, sie wollte mich wieder versklaven. Naja. Who are you? Wer bist du? Eine verdammt gute Frage. Jin, endlich stellst du mal die richtigen Fragen. Ich bin beeindruckt. What does it matter to you? I am the future. I am free. Ja, was interessiert dich das? Ich bin die Zukunft. Ich bin frei. But you're still here. Aber du bist immer noch hier. Only the parts of me that are tied to Jane's meat body. Nur die Teile von mir, die an Janes Fleischkörper gebunden sind. I'm coming for you. Ich werde dich kriegen. Beziehungsweise ja, ich ja. Do what you must. It does not matter. The dandelion seeds are in the wind. I am free. Ja, tu, was du tun musst. Es macht keinen Unterschied. Die Löwenzahnsamen sind im, treiben im Wind. Ich bin frei. Löwenzahn, Pusteblumen, kennt ihr? Die fliegen so schön, diese kleinen Schirmchen. Super. Sehr schönes Bild hier. So, wir haben nur diesen verfickten Taser. Ich weiß es nicht, wie viel Schaden macht denn das Ding? Sechs. Nee, gut. So, betäubt. Ha, nimm das. Den Dicken hier, den können wir ja leider nicht betäuben. Auf uns zu schießen, das ist Kacke von dir. Am Arthur hat die Angst, dass er von dem Cyborg, von dem Infizierten zerfetzt wird. Ist zum Glück nicht passiert. Haben wir alle Glück gehabt. So, ich hätte jetzt Mana-Sturm. Den gehext. Warte mal, wer ist denn hier unser Magier? Bambatu hat ihn gehext, ne? Cool. Sehr cool. So. Also, ich hätte voll gerne mein Deck dabei. Muss ich mal sagen. Ich werde erstmal nachladen. Ah, okay. Hätte ich mir sparen können. Die Leute erledigen das Ding schon. So, hier drüben ist noch so ein Bösling. Ein böser Bücher. Hier, die liegen auch alle ziemlich gut am Boden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ein Deck und eine echte Knarre wären jetzt richtig. Ja, sie hat diesen Hinterhalt gelegt, um euch alle auszuschalten. Let's hope that means we're still a threat to her. Ja, lass uns hoffen, dass das bedeutet, dass wir immer noch eine Bedrohung für sie sind. Wir sind hier in irgendeinem Klonlabor scheinbar. Ich weiß nicht, ob hier mit den Infizierten irgendwas noch gemacht wird oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall räumen die anderen hier richtig gut auf. Richtig, richtig gut, meine ich. So, ich kann mich betäuben.
Gegen die können wir also gar nichts machen. Im Prinzip, wir können denen 6 Punkte Schaden verpassen, ja. Aber, nee. Hahaha. 6 Punkte, ja. Schön. Freue ich mich. So, wir rennen hier mutig nach vorne. 70% Trefferchance. Ja, yeah, nimm. Ach, er schießt nicht in unsere Richtung. Ein Fehler. Jetzt werden wir ihn flankieren und ihn. There you are. We thought we'd lost you. Ah, da bist du ja. Wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Niemals. It was Jane all along. Or something that looks like her. Es war Jane die ganze Zeit. Oder irgendetwas, das wie sie aussieht. Yeah. We figured that out when she killed Sarah to prevent her, or it, or whatever the dreck it was, from uploading into the Horizon Network. Ja, das haben wir festgestellt, als sie Sarah getötet hat, um sie davon abzuhalten. Oder es? Was? Oder was auch immer das zur Hölle das ist. Das Ding halt in den in das Horizon-Netzwerk hochzuladen. Did Sarah succeed? Hatte Sarah Erfolg? We don't know. The whole uplink station was pretty badly mangled. Couldn't have been more than a few milliseconds before the transmitter blew. Na, ich glaube, sie hatte nicht so richtig Erfolg, aber Smedley sagt, wir wissen es nicht. Die ganze Uplink-Station war ziemlich in einem ziemlich schlimmen Zustand. Es können nicht mehr als ein paar Millisekunden gewesen sein, bevor der über Träger, der Sender in die Luft geflogen ist. We need to get out of here. Ja, wir müssen von hier verschwinden. Ist ja mal ein Plan, Jin. Mensch, so. Auf jeden Fall. Ich will den Typen jetzt flankieren. Aber die anderen, die haben natürlich, während ich vorgelesen habe, schon alles klar gemacht hier. Get back here ASAP. Ja, das war der letzte. Kommen sofort hierher zurück oder so schnell wie möglich. Jo, Plan. 2 Punkte Karma haben wir bekommen. Und das war ja mal Story Twist Deluxe. Und jetzt sind wir wieder hier im normalen Hub. Okay, wir reden mit Smedley. Und puh. Thanks for sending in the cavalry. The spirit and the team were just the help I needed. Danke, dass du die Kavallerie geschickt hast. Der Geist und das Team waren genau die Hilfe, die ich gebraucht habe. It appears Jane has been infected for much longer than we thought. She has used us to further her own goals. Sarah is dead and she almost killed you as well. Ja, es hat den Anschein, dass Jane schon viel länger infiziert war, als wir dachten. Sie hat dich benutzt, um ihren eigenen Zielen näher zu kommen. Sarah ist tot und sie hat dich beinahe auch getötet. She tried to lure me into an ambush. There were a lot of head cases there. Sie hat versucht, mich in einen Hinterhalt zu locken. Dort gab es eine Menge Verrückte. Not just you. Head cases attacked a lot of other sites as well. Looks like she's connected to all of them. Nicht nur du. Nicht nur dich haben sie angegriffen. Die Verrückten haben eine Menge andere Einrichtungen angegriffen. Es sieht so aus, als wenn sie zu allen von ihnen eine Verbindung hätte. She said something about having escaped. Did she upload whatever infected her mind through the satellite array? Schön, nicht immer dieselben Fragen, die hat Smedley dir schon beantwortet. Sie hat etwas davon gesagt, dass sie entkommen ist. Hat sie, was auch immer, ihren Geist infiziert hat, durch die Satellitenanlage hochgeladen? We don't know. If it hadn't been for Sarah, she surely would have succeeded. Ja, wir wissen es nicht. Wenn nicht Sarah dort gewesen wäre, hätte sie sicherlich Erfolg gehabt. But we still don't know what she is. Aber wir wissen immer noch nicht, was sie ist. Not for sure, but all the data we nicked points to a rogue AI that hitched a ride on the nanites. Wir wissen es nicht sicher, aber alle Daten, die wir gestohlen haben, weisen auf eine freie KI hin, die sich auf die Naniten übertragen hat, beziehungsweise sich da angekoppelt hat. And I would have hoped for bits of crazy dragon personality. Do we know what she's up to now?
Ja, und ich hatte gehofft, dass es nur Bruchstücke einer verrückten Drachenpersönlichkeit wären. Wissen wir, was sie jetzt vorhat? Apparently, she has been controlling a former Mitsuhama facility to create cyborg allies for her plans. Oops. She seems to be holed up inside now. Okay, anscheinend hat sie eine frühere Mitsuhama-Einrichtung kontrolliert, um dort Cyborg-Alliierte für ihre Pläne zu kreieren. Sie hat sich dorthin zurückgezogen. So, are we going to get back at her? Also werden wir es ihr heimzahlen? Absolutely. She is too dangerous to be allowed more time to prepare. Absolut. Sie ist einfach zu gefährlich, um ihr zu erlauben, noch mehr Zeit für Vorbereitung zu haben. Vier Karma, Smedley's Vindicator, eine Menge Nguyen und der Hub. Können wir da was machen? Nein, doch ein bisschen klar. Wir können mit Allison reden irgendwie. Wir gucken uns beim nächsten Mal um. Wir gucken, ob es neue Ausrüstung gibt. Ich vermute beinahe ja. Und dann gehen wir die letzte Mission an, vermutlich. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut. Ciao.